Ich sage, das stört mich, wenn mir jemand Probleme macht. Zum Beispiel, ich möchte schlafen und mein Nachbar hört ganz laut Musik, dann kann ich nicht schlafen, dann sage ich, das stört mich. Ich kann auch sagen, er oder sie stört mich. Es stört mich auch, wenn ich mit dem Aufzug fahren möchte und der Aufzug ist kaputt. Es stört mich, dass der Aufzug defekt, also kaputt, ist. Und was stört dich? Was stört dich auf der Straße? Du siehst sehr viel Müll auf der Straße liegen, dann kannst du sagen, der Müll stört mich. Gibt es noch etwas, was dich auf der Straße, also draußen, stört? Zum Beispiel, der Lärm stört mich. Der Lärm, das ist etwas, das sehr laut ist. Oder die Baustelle stört mich. Was ist noch auf der Straße? Die Autos oder der Verkehr stören mich. Und was stört dich im Haus oder in deiner Wohnung? Jetzt müssen wir an die Artikel denken. Kennst du ein Gerät mit der im Haus oder in deiner Wohnung? Der Herd, der Aufzug, der Laptop. Zum Beispiel der defekte Aufzug stört mich. Oder der defekte Laptop stört mich. Kennst du ein Wort mit das? Zum Beispiel das Licht oder das Gerät. Das defekte Licht stört mich. Und ein Wort mit die? Maschine ist immer die. Zum Beispiel die defekte Waschmaschine stört mich. Kennst du noch ein Wort mit Maschine? Ja, die defekte Kaffeemaschine oder Spülmaschine stört mich. Du wäschst dir die Hände im Badezimmer, im Waschbecken und dann fließt das Wasser nach unten in das Rohr. Im Plural sagen wir die Rohre. Die Rohre sind kaputt. Dann kann ich natürlich wieder sagen, defekt. Im Plural sagen wir die defekten oder kaputten Rohre. Wie gesagt, das ist Plural. Mit dem Verb stören sage ich dann, die defekten Rohre stören mich. Gibt es noch ein Wort im Plural, was dich stört? Zum Beispiel die Fenster. Die schmutzigen Fenster stören mich. Was ist das? Das ist ein Keller. Und der Keller ist wie? Schmutzig. Wie sagst du jetzt einen Satz mit stören? Der schmutzige Keller stört mich. Was ist noch schmutzig? Zum Beispiel der Boden. Ganz unten, wo du läufst, das ist der Boden. Dann kannst du sagen, der schmutzige Boden stört mich. Oh, ist das hier laut? Etwas ist sehr laut, dann sagen wir auch der Lärm. Der Lärm stört mich. Und was oder wer macht Lärm? Zum Beispiel eine Waschmaschine, vor dem Haus eine Baustelle. Und wer macht Lärm? Zum Beispiel die Kinder machen Lärm. Dann kann ich sagen, der Lärm der Kinder stört mich. Wenn ich sage, der Lärm der Kinder, dann benutze ich den Genitiv. Und den Genitiv gucken wir uns jetzt nochmal zusammen an. Wann benutze ich eigentlich den Genitiv? Ich sage zum Beispiel, der Lärm von den Kindern stört mich. Von den Kindern, das ist Dativ. Schöner klingt es aber, der Lärm der Kinder stört mich. Der Kinder, das wäre jetzt Genitiv. Gucken wir uns nochmal den Genitiv genau an. Der Umzug ist im Genitiv des Umzugs oder des Umzuges. Das Auto ist im Genitiv des Autos.
die Maschine ist im Genitiv der Maschine. Hier ist kein S am Ende. Und im Plural die Kinder ist im Genitiv der Kinder. Ich kann also sagen, der Lärm des Autos stört mich oder der Lärm der Maschine stört mich. Machen wir zusammen eine Übung. Mich stört der Lärm. Ah, wie sagen wir der Verkehr im Genitiv? Des Verkehrs. B. Die Baustelle. Der Baustelle. C. Die Nachbarn. Der Nachbarn. Also mich stört der Lärm des Verkehrs oder der Baustelle oder der Nachbarn. Auf dem Foto sehen wir einen Mann und eine Frau. Was stört die Personen aneinander? Sie sagt vielleicht, mich stört, dass du nicht einkaufst oder dass du nicht eingekauft hast. Und was sagt er? Zum Beispiel, mich stört, dass du nicht aufgeräumt hast oder mich stört, dass du zu spät gekommen bist. Machen wir zusammen eine Übung. Was stört dich? Du hast mich nicht angerufen. Mich stört das, du mich nicht angerufen hast. Du hast die Katze vergessen. Mich stört, dass du die Katze vergessen hast. Die Kinder haben keine Hausaufgaben gemacht. Mich stört, dass die Kinder keine Hausaufgaben gemacht haben. Und was stört das Mädchen? Hast du eine Idee? Was denkt das Mädchen? Schreib mir doch deine Antwort nach dem Video. Ich freue mich.